Ja, in der Zellen war es so, weil wir haben von 40 bis 45 Frauen waren wir in der Zelle. Dann 10 Betten und die anderen haben daneben geschlafen oder drei in einem Bett oder auf dem Boden. Da ist ja wurscht, wo. Ja, so viel waren wir. Und ein Häfen fürs Klo, dann ist in der Früh alles drüber gegangen. Und na, da kann man sich vorstellen, wie das ausgeschaut hat. Kein Mensch hat nachher was an anderes Strohsack reingebracht. Ja. Dann zum Essen war das Gleiche. In der Früh war Brennsuppen oder ein Kaffee, dass man nicht einmal gedacht, das war ein Tee. Und 10 Decker Brot für den ganzen Tag. Zum Mittag war eine Suppe wieder mit ein paar Haferflocken oder so ein Drahtverhau, haben wir immer gesagt. Von den Stängeln, was vom Kraut geblieben ist, das haben sie eine, dass man nicht einmal beißen hat können. Das haben wir gekriegt zum Mittag und abends wieder Kaffee.